Ehrenbruch in jungen Jahren, auch im Speerwerfen sehr erfolgreich, war deutscher Jugendmeister, als exzellenter Werfer, der sich nicht wirklich hervortun kann im Sprint und sowas, aber eben gut genug ist, um auch dort nicht allzu viel an Rückstand aufzureißen. Groß gewachsen dieser Pascal Bermo, ein bisschen Eigenbrötler, dann auch eine Zeit lang mit Erkinol in Estland trainiert, war heuer 2 Monate in Portugal unterwegs, dann auch einen Monat in Florida, dann wieder zurück in Frankfurt. Aber kann man schon von 10 Kämpfern erwarten. Das sind nicht die 0815 Versicherungsvertreter, wie man so schön sagt. Kein Freund des Deutschen Leichtathletikverbandes, gell? Ja. Pascal Bärenbruch. Immer wieder. Darum startet er lieber in Götzis als bei der DLV-Veranstaltung. Richtig, wobei, wenn er eben genötigt wird, wird es ihn in Ratingen vielleicht auch noch treffen. Weil eben Kollege Michael Schrader 8,426 gemacht hat. Und die muss er auf alle Fälle übertreffen, hat er auch gestern klar gesagt. Sonst muss er noch einmal die Zehnkampfschuhe schnüren in Ratingen. Kollegen vom ZDF haben sich da breit gemacht und versuchen das Ganze etwas zu imitieren. So, also. Adam Sebastian Helzelet auf Bahn 2, dann haben wir hier Sergej Svyridov, Debütant in Götzis, aber wenn ein russischer Meister kommt, der auch Achter war in London bei den Olympischen Spielen, dann darf man sich von dem was erwarten. Dominik Alberto aus der Schweiz, 21 Jahre jung. 10,76 von der Bestzeit her, schnellste Mann in diesem vorletzten 100-Meter-Feld. Aus Brasilien, Carlos Ginin. Vielleicht hat es technisch nicht gereicht zur großen Fußballkarriere, aber da ist er als Flop mit dabei. Das ist auch der abgestürzt ist letztes Jahr, gell? Der ist da hoch, genau, gut, dass er wieder da ist. Schwer verletzt hat, aber keine negativen Erinnerungen. Alles abgearbeitet. Und Pascal Bärenbruch, gemeint gestern, große Ehre, dass ich sozusagen als Nummer 1 hier an den Start gehen kann, als derjenige, der die höchste Bestmarke mitbringen kann. Ah, das ist schon einer, das hat er gezeigt mit seinem EM-Erfolg letztes Jahr in Helsinki, der durchaus es versteht, zur rechten Zeit seine Leistung zu bringen, der auch schon etliche Wettkämpfe auf hohem Niveau absolviert hat. Insgesamt schon 16 Mal über 8000 Punkte. Jetzt drücken wir die Daumen, dass er hier gut durchkommt. Europameister 10,93 bei seinem besten Zehnkampf. Also im Bereich von 11 Sekunden, das wäre hier schon ganz okay. Ja, passt. Start haut hin. Pascal Bärenbruch sehr kontrolliert. Fightet hier sogar um den Sieg mit Carlos Ginin. Der Brasilianer zieht hier aber durch in starken 10,81. Jetzt auch mit bisschen Rückenwind. Ja, und Bärenbruch dürfte da so im Bereich von 11 Sekunden geblieben sein. Aber das ist stark für Ginin. 10,81. Da bleibt er, wenn es bestätigt wird, gerade mal eine Hundertstel über seiner persönlichen Bestmarke. 10,81. Und dann haben wir den russischen Meister Sergej Svyridov. Startet in 10,91, also auch fast im Bereich seiner Marke beim Hausrekord. Dann 10,88. Der Tscheche Adam Sebastian Helčelet 11,05. Auf Rang 3, ja. Und dann ein bisschen Rückstand für Pascal Bärenbruch. Dominik Alberto 11,06 und für Pascal Bärenbruch werden es dann sein, so 11,15 herum. Start war gut, des Deutschen. Start war ganz ausgezeichnet. 11,14 für Pascal Bärenbruch. Damit wird er leben können. Das geht völlig in Ordnung. Ist nicht einer, der die 11-Sekunden-Schallmauer so aus der Hüfte heraus immer wieder unterbieten kann. Er hat gesagt, er ist bei seinem kalten Wetter nicht verletzungsanfällig, weil er langsame Muskulatur hat. Weil er nicht so schnellkräftig ist.
kein Nachteil, wo nicht auch ein Vorteil. Und das ist ja ohnehin immer die Brutalität. Danach kann man schauen, die Anzeigetafel sieht das Ergebnis und dann kann man noch debattieren was und sich ärgern und. Die Punkte stehen schon fest. Abarbeiten. Leichtathletik ist unbestechlich. So schaut's aus. Ja, und Kinin jetzt schon knapp an die Bestleistung herangekommen, aber...